Hallo, mein Name ist Ilo und ich heiße dich ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Projekt Pflege-MT. Genau, mit euch wollte ich das doch nochmal einmal wieder zusammen durchgehen. Kleiner Spoiler: Diesen Monat habe ich nicht wirklich viel aufgebraucht. Mein letztes Video ist ja jetzt gerade auch erst vom letzten Monat rausgekommen und ich wiege ja mal zum 15. ab und lasse dann die Produkte quasi stehen, bis ich dann zum Drehen komme. Ja, und es war eben halt letzten Monat hat es ziemlich lange gestanden. Ja, und daher ist jetzt nicht so viel leer gegangen. Ich vermute, dass auch zum nächsten Monat auch nicht so viel leer geht. Ja, weil ich eine ganze Zeit nicht zu Hause sein werde. Genau. Und die Produkte nicht mitnehme. Aber ich fange trotzdem jetzt einmal an. So, ich habe mir hier überall Klebis reingemacht. Diesmal sind das einfach die Produkte, die offen sind und die Farben haben keine Bedeutung. Da habe ich hier als erstes von Spa den Duschschaum. Da, den. Spa Moment ist das, glaube ich, ne? Ne, Spa Exclusive. Action, genau, vom Action ist der. Da habe ich im letzten Monat jetzt 11,96 Gramm aufgebraucht. Das Produkt wiegt jetzt noch 169,46 Gramm. Ich benutze das momentan als Duschgel, als Rasierschaum. Ja, der Duft ist angenehm, eher botanisch, jetzt nicht irgendwie blumig oder fruchtig oder sowas, sondern eher ja, wie die Pflanze hier unten so zu scheinen mag, eben halt botanisch. Und das ist jetzt mit weißem Lotus-Extrakt. Genau. Oh, jetzt sehe ich hier unten auch, hier steht auch noch eine Limited Edition, das ist mir noch nie aufgefallen. Ja, vom Action. Stell ich mal darüber. Genau. So, dann als nächstes ein Peeling, kein Gesichtspeeling von Biotonic. Ein 2-in-1 Peeling, dieses hier. Da ist auch gar nicht mehr so viel drin. Also wenn ich das jetzt so gegen das Licht halte, würde ich behaupten, bis da na, vielleicht nochmal, was weiß ich, 4 Anwendungen und dann ist das Ding leer. Da habe ich im Monat jetzt 7,84 Gramm aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 39,34 Gramm. Ja, das finde ich recht schön, das Produkt. Pflicht noch ein bisschen. Ja, genau. Habe ich vom TK Maxx. Mal gucken, wenn ich das nächste Mal da bin und die haben das da noch, würde ich mir das eventuell nochmal nachkaufen. So, als nächstes habe ich von Balea ein Hyaluron. Wo habe ich es? Genau. Dieses hier. Da ist jetzt auch nicht mehr wirklich viel drin. Die Pipette schafft das Serum wirklich nur noch dann, wenn ich die richtig also reingedreht habe. Ja, das Produkt finde ich richtig gut. Meine Haut mag das. Das ist jetzt so ein Fünffach-Hyaluronserum. Genau, von Balea. Da habe ich diesen Monat 5,46 Gramm aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 57,36 Gramm. So eine. Na, kann man ja mal gucken. Ich hole mal ein bisschen was raus. Das ist so eine ja, leicht milchige. Ja, leicht milchiges Serum. Ja, fängt die Kamera raus ein. Ja, sieht man so ein bisschen, ne? Genau. Riechen tut das ganz, 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 ganz zart, cremig. Ist schön. Würde ich mir nachkaufen. Sogar, wenn es leer ist. Und ich meine restlichen Serien alle aufhaben. Ich habe nämlich noch ein paar Hyaluronserien. Genau. So, dann als nächstes habe ich von S. Oliver ein Duschschaum. Welches bist du denn? Ich habe nämlich da zwei ja drin. Follow Your Soul, dieses hier. Da bin ich ganz ehrlich. Da ist nichts rausgekommen. Das habe ich nicht einmal verwendet. Genau, wiegt weiterhin 74,18 Gramm. Von daher kann ich da noch nicht wirklich viel von sagen. Außer, dass es meiner Pinkbox gewesen ist.
Ich habe hier sogar noch einen Preis hinterstehen. 150 Milligramm kosten 10,75 Euro. Wie viel ist denn hier drin? 75. Ja, die Hälfte. So, dann meine Abend Body Lotion. Da habe ich jetzt 14,75 Gramm von aufgebraucht. Die wiegt jetzt noch 50,96 Gramm. Hier unten habe ich markiert, bis da ist sie gefüllt. Ja, ich werde wahrscheinlich jetzt noch ein, zweimal so quetschen können und dann schneide ich mir die auf. Und dann ist sie bald leer. Also ich benutze sie nur noch echt nur noch für die Arme, ganz selten nur noch, ach, weil ich möchte sie irgendwie gar nicht, ich möchte sie nicht aufbauen. Nein, ich finde die so toll. Ja, genau. Meine Bodylotion. Dann, genau, das nächste Duschgel von S. Oliver ist Woman. Da ist ebenfalls nichts rausgekommen. Die habe ich auch nicht benutzt. Wiegt weiterhin 89,98 Gramm. Ja. Kann ich auch mal dazu sagen. Ein Parfüm. Und zwar das von Nihan. Dieses hier. Oder drehen wir es so rum, dann kann man auch noch mal was sehen. So rum gehört es, glaube ich, ja. Da habe ich 4,27 Gramm von aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 130,40 Gramm. Hier habe ich es markiert. Ja, so viel habe ich dann in der Zeit aufgebraucht. Ja, das sieht jetzt ein bisschen weniger aus, weil ich es jetzt gerade, glaube ich, nicht gerade halte. Nee, ich habe das auf dem Tisch quasi und dann ausschütteln lassen, so dieses Wackeln und dann markiert. Ja, genau. Das benutze ich ja eigentlich immer dann, wenn ich zur Arbeit fahre. Hält jetzt nicht unbedingt ewig. Ja, zwischendurch hat man dann nochmal so diesen süßlichen Geruch, dass der nochmal überbleibt. Ja, aber ja, ansonsten eigentlich ein ganz schönes Parfüm, so für zwischendurch für den Alltag ist das in Ordnung. Dann ein Duschöl von diesmal von Spa Moment. Spa Moment ist ja Lidl, genau. Da ist hier so ein kleines Duschöl, da hatte ich ja schon das große von aufgebraucht. Hier habe ich jetzt 17,59 Gramm aufgebraucht. Die Verpackung wiegt jetzt noch 42,63 Gramm. Genau, finde ich ja schön. Das ist mir bei dem großen Produkt ist mir das ja erst so Richtung Sommer aufgefallen, dass das so einen leichten Touch von Sonnencreme hat. Ja, yeah. Schön angenehm. Vielleicht kann ich es jetzt noch zweimal vielleicht noch benutzen, dann wird das auch leer sein. Ja, genau. So, das, was ich viel mehr eben halt benutzt habe, und deswegen ja die kleinen nicht, ist hier von Jean and Len, das Creme to Öl Dusche. Da habe ich 107,20 Gramm von aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 176,57 Gramm. Ja, ist jetzt nicht unbedingt, das ist ja Hafermilch und Kokos, jetzt nicht unbedingt so der typische Sommerduft. Hätte auch gut im Winter gepasst. Ja, ja, aber ich habe gedacht, Kokos, boah, ist eigentlich Sommer, aber die Hafermilch macht es eigentlich eher doch Richtung Winter. Ist aber ein schönes Duschgel. Ja, genau. Habe ich jetzt nicht markiert? Nee, habe ich nicht. Kann ich auch jetzt gegen das Licht, kann ich auch nichts erkennen. Aber das ist jetzt gut schon, die Hälfte. Ja, ein bisschen weniger wie die Hälfte habe ich jetzt schon raus. Von Balea. Ein Feeling. Dieses hier. Flower Dream. Riecht ja nach nichts. Also auf jeden Fall nicht nach Blume. Sondern einfach nur nach, ja, vielleicht die Produkte, die da drin sind. Ich weiß nicht, ob sie da einfach mal das Parfüm drin vergessen haben. So sieht das aus. Das ist so eine Creme mit, ja, mit dem Peeling-Körnchen da drin.
Dahlienblütenextrakt, Creme Peeling, ja, keine Ahnung. Wanne LE würde ich mir auch nicht nochmal nachkaufen. Habe ich jetzt 26,81 Gramm von aufgebraucht. Der Pott wiegt jetzt noch 109,84 Gramm. So, und jetzt rappelt da der Staubsauger im Erdgeschoss. Ich hoffe, dass man das nicht zu sehr hört. Aber ja, 4 Produkte habe ich noch. So, als nächstes. M. Asam Shampoo. Dieses hier, diese Riesenbütte. Ahuhu mit Hyaluron. Da habe ich jetzt 50,51 Gramm von aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 356,22 Gramm. Ich finde das ja toll. Hier sieht man da den Fortschritt, ja, von da nach da. Ich finde das Produkt ja echt toll, ne? Riecht zwar nicht unbedingt so toll angenehm, aber das, was es mit meinen Haaren macht, beziehungsweise meine Haare, ne, ich nicht gut, beziehungsweise meine Haare lieben das Produkt, ja. Aber man sieht, ich habe da noch ein Weilchen was von, so ein paar Monate wird mich das noch begleiten können. Ja, finde ich gut. So, dann habe ich hier noch Feel Free, von Feel Free die Augenmaske, genau, oder die Augencreme, Creme-Gel-Maske. Die hier, die ist ganz schön, ist so ein, nehmen wir mal was darauf, ist so ein Gel, ist jetzt gerade, wenn es so heiß ist, richtig schön erfrischend, ne? So sieht das aus, also es ist sehr gelig, es ist nicht cremig, richtig schön. Ja, meine untere Augenpartie mag das jetzt im Sommer. Genau, da habe ich 2,43 Gramm von aufgebraucht. Das wiegt jetzt noch 19,37. Ich kann da nicht wirklich viel sehen, wenn ich jetzt vermuten müsste. Nee, kann man nicht erkennen. Kann ich nicht erkennen. Ja, schönes Produkt. Ich glaube, ich habe da auch noch ein paar von. Kann ich die danach weiter gebrauchen? Oder, ja. Doch, die nehme ich, glaube ich, danach auch weiter. Aber auf jeden Fall jetzt so lange, wie wir noch ein bisschen wärmer haben, die Temperaturen noch ein bisschen höher sind. So, dann habe ich dieses Oceans Care Cleansing Foam, der ja mal so überhaupt gar nichts macht. Ich glaube, den habe ich nur einmal benutzt, wenn überhaupt. Vielleicht hat sich auch einfach nur ein bisschen Flüssigkeit verdunstet. Da habe ich nämlich 0,10 Gramm von aufgebraucht. Also das wiegt jetzt noch 123,44. Ja, keine Ahnung. Also das tut gefühlt so gar nichts. Und das letzte Produkt ist aus der gleichen Reihe. Das ist dieses 24-Stunden-Fluid mit Hyaluron-Boost. Ja. Auch vom Lidl. Hier sieht man den Fortschritt. Bis hier ist es noch gefüllt. Da habe ich jetzt 4,85 Gramm von aufgebraucht. Die Verpackung wiegt jetzt noch 107,41 Gramm. Ja. Aber ich denke doch bis zum nächsten Monat. Weil jetzt diesen Monat wieder, oder diesen Monat, ja, das erste Mal gar nichts leer gegangen ist. Denke ich, im nächsten Monat werden aber ja, 2 Produkte definitiv. Vielleicht sogar 3. Also das habe ich jetzt als drittes gezählt. Da bin ich dann echt traurig drum. Aber ich denke, dass sich das Peeling, das Gesichtspeeling wird mit Sicherheit leer gehen. Und ja, das Duschöl vielleicht auch. Vielleicht auch noch die Hyaluronsäure von DM. Das Serum. Ja. Gut. Ja, so. Das war mein MT-Projekt. Pflege. So, genau. Ja, so, ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag. Genießt das Wetter. Im Moment geht es hier. Es ist im Moment nicht ganz so heiß. Letzte Woche war es gefühlt noch doppelt so warm. Oh, wir haben jetzt gute 20 Grad. Ja, letzte Woche waren wir irgendwie weit über 30. Genau, genießt das Wetter, den Sommer, die Ferien, den Urlaub. Und wie auch immer, was auch immer ihr habt, ja, genießt das Wetter. Bleibt gesund und dann sehen wir uns wieder. Ciao.